Tag, liebe Schüler, guten Tag, liebe Eltern. Alors, après quelques vidéos un peu originales et rigolotes sur je décris une journée à la mer et je parle de Pâques et du carnaval, voilà quelque chose de plus classique. Also, jetzt, heute, alors je fais comme d'habitude, Kuli, Papier, je parle deux fois en allemand et ensuite je vous donne la solution en français. C'est parti pour vous. Also. Heute bin ich in meinem Esszimmer. Heute ist Mittwoch. Heute Vormittag habe ich für euch gearbeitet. Dann habe ich mit meinem Sohn einen Spaziergang gemacht. Wir sind eine halbe Stunde durch unser Dorf gegangen. Heute ist es kalt, aber es regnet nicht. Jetzt bleiben wir natürlich zu Hause. Du musst auch zu Hause bleiben. Das ist sehr wichtig. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Pause. Jetzt kommt der zweite Teil. Nummer 2. Ich bin im Esszimmer. Heute ist Mittwoch. Heute Vormittag habe ich für euch gearbeitet. Dann bin ich mit meinem Sohn und habe einen Spaziergang gemacht. Wir sind eine halbe Stunde durch unser Dorf gegangen. Heute ist es kalt, aber es regnet nicht. Jetzt bleiben wir zu Hause. Du musst auch zu Hause bleiben. Das ist wichtig. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Pause. Troisième version. En allemand toujours. Ich bin heute in meinem Esszimmer. Heute ist Mittwoch. Heute Vormittag habe ich für euch gearbeitet. Dann habe ich einen Spaziergang mit meinem Sohn gemacht. Wir sind eine halbe Stunde durch unser Dorf gegangen. Heute ist es kalt. Aber es regnet nicht. Jetzt bleiben wir zu Hause. Du musst auch zu Hause bleiben. Das ist wichtig. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Voilà. Donc, nous avons fait les trois écoutes. Et maintenant, en français. Donc, ce que je disais. Aujourd'hui, je suis dans ma salle à manger. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ce matin, j'ai travaillé pour vous. Ensuite, j'ai fait une promenade avec mon fils. Ensuite, donc, j'ai dit, nous nous sommes promenés pendant une demi-heure à travers notre village. Aujourd'hui, il fait froid, mais il ne pleut pas. Maintenant, évidemment, nous restons à la maison. Toi aussi, du musst, vous rappelez le verbe de modalité devoir obligation, du musst zu Hause bleiben, tu es obligé de rester à la maison. Das ist wichtig, c'est important. Et je termine en disant, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. J'espère qu'on va bientôt se revoir. Et voilà la fin de la vidéo. Tschüss!